Was ist das denn? Was ist das für ein kranker Beat? Ach Leute, was soll ich bloß sagen? Ihr seid echt der Hammer. Wirklich ohne Scheiß, Mann. Ihr seid zurzeit richtig geil. Mein letztes Video, mega, mega geil angekommen. Viele Kommentare bekommen, viele positives Feedback bekommen, viele Fragen bekommen. Ich kann es nur 10.000 Mal wiederholen. Vielen, vielen Dank. Der Daumen geht raus an euch. Fettes Dankeschön. Damit herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet einen guten Start in die Woche. Kein schönes Wochenende, weil das Wochenende ist ja schon vorbei. Nochmal ganz kurz zurück zu meinem letzten Video. Ihr seid echt, wie gesagt, der Wahnsinn. Ich habe so viel positive Nachrichten bekommen, positives Feedback. Ja, YouTube läuft bei mir gerade richtig gut. Es macht mir mega Spaß, deswegen versuche ich jetzt auch wieder mehrere Videos zu produzieren. Genau, der Sinn von dem heutigen Video ist, mein Lieblings-DJ Will Sparks, den kennt ihr oder müsst ihr jetzt eigentlich schon kennen, hat heute ein neues Video rausgehauen. Ich habe es noch nicht mal angeschaut, weil ich wollte dieses Video mit euch zusammen anschauen. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt dieses Reaction-Video. Und schauen wir mal, was in dem Video so passiert. Natürlich brauche ich Kopfhörer, weil ohne Kopfhörer wäre es natürlich ein bisschen madig. So, Kopfhörer drin. Let's go. Oh. Moment, ist das HD? Ja, ist HD. Weiter geht's. Will Sparks World. Was ist das denn? Was ist das für ein kranker Beat? Geil! Wisst ihr was, Leute? Das habe ich ganz vergessen, euch zu erzählen. Ihr wisst ja mittlerweile, ich bin ein sehr, sehr großer Will Sparks-Fan. Ich liebe seine Musik, ich liebe ja seinen Humor. Ich finde die Shows mega, mega geil. Und jetzt haltet euch fest, am kommenden Mittwoch, das heißt, es ist dann der, was haben wir denn da? 17. Das heißt, am 19., also am Mittwoch, den 19.06., ich hoffe, ihr seht dieses Video davor, bin ich in München bei seinem Gig im Club Neuraum. Der war damals vor 2 Jahren, beziehungsweise letztes Jahr auch schon, habe ich es leider verpasst. Aber dieses Jahr, Leute, Tickets sind gesaved, beziehungsweise für übermorgen habe ich mir natürlich gekauft. Und ich nehme einen Kollegen mit, wir gehen zusammen rein, weil Donnerstag ist ja Feiertag bei uns, zumindest in Bayern. Und ich werde dazu einen Vlog machen. Aber ich werde nicht meine Vlogging-Kamera, also diese Kamera mitnehmen, sondern ich hoffe, es klappt. Ich werde mit diesem Handy vloggen und es müsste eigentlich ja ganz gute Aufnahmen werden, beziehungsweise die Handys machen ja heutzutage eigentlich ganz gute Aufnahmen. Ich wollte halt jetzt keine Kamera mitnehmen in den Club, sondern man kann ja auch hier, wenn ich das Handy so halt, eigentlich einen ziemlich chilligen Vlog machen. Deswegen seid gespannt, aktiviert die Glocke hier auf dem Kanal, Leute. Am Mittwoch oder, ja, ich denke mal eher Donnerstag, weil am Donnerstag komme ich erst um 8 oder so in der Früh wieder heim. Auf jeden Fall wird es ein richtig fettes Video und ich würde sagen, wir schauen weiter. Es ist wieder so geil geschnitten. Leck mich am Arsch. Alter, was ist das für ein Beat? Meistens ist es ja so, wenn bekannte DJs auflegen, die hauen dann auch unreleased, also nicht veröffentlichte Tracks raus. Und den Track kenne ich noch nicht. Ich werde gleich mal Shazam dann später anmachen und schauen, ob ich den Track finde, weil der ist ja mega geil. Ich hoffe, der haut da ein paar richtig geile Drops raus, Mann. Fuck, hab ich Bock. My favorite dish in the world. Spaghetti with clams. That's fucking unreal. Oh my god. Oh no, thank you.
Komm schon, ich will einen Drop hören, Mann. Huge JR. Ich hab so Bock, Mann, Leute. Und irgendwann, wenn ich schaff, irgendwann stehe ich auch mal auf so einer Bühne. Mein Ziel. Jetzt. Den kenne ich schon. Aber der ist trotzdem geil. Alter, der Cutter von denen, also der das Video schneidet, ich glaube, der hat ordentlich Arbeit. Allein wie viel Ausschnitte von irgendwo anders, von dem Club, von der Stadt, alles in ein Video packen. Ja, das kostet, glaube ich, ein paar Stunden. Den kenne ich auch noch nicht. Geil. This week, I go through random bursts. Ja, er ist wieder hart am Produzieren. Creativity and ideas and just drive and love for sound, really. This week I went nuts and I made about 4 or 5 tunes. Okay, wird das ein neuer Track oder? Ja. Ich glaube, der kommt den Monat noch raus, Mann. Sparten wir. Jetzt. Köln. Das ist so eine Maschine auch noch. We're in Cologne, Germany. We just saw the Don himself absolutely crush it. He's struggling to get to the green room right now. Ich freue mich schon auf die nächsten Videos von ihm. Geil. Aber man sieht schon, Leute, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ja, wenn man professioneller und gut gebuchter DJ ist, legt man natürlich auch in vielen Clubs und Festivals auf, aber man ist halt dauernd mit Alkohol versorgt, sag ich mal. This car smells so mint. Brand new car smell. Yeah. Should we fart it up? I was about to say I could, but I'm not gonna. So we're in Austria, the land of the schnitzel, the Tafelspitz. I've been here plenty of times. 2 nights, same hotel room, baby. Let's go. Österreich, Mann. Oh, der typische Blitz, ist ja sein Markenzeichen. Der hat sogar geschafft, dass es auf Instagram ja diesen GIF gibt, also diesen Blitz als GIF. Mega geil. Finished at Ministry of Fun in Slovakia. Now we're driving 3 hours to Vienna. It is 3 a.m. We get there at 6 a.m. Then I've got to go straight to Phuket on a flight. So this is the life. Geil. Das sind so die typischen Outtakes. Nemlich, Barzio, Croazia, tutte quante. Sta facendo la foto, quindi non vorrei mai disturbarlo, però siamo qui pronti con il team di Vince. Thailand che è sparito, non si sa dove sia. Tutto bene. Tutto bene. Was ein krankes Video. Was für geile Tracks. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wahrscheinlich steht jetzt in den Kommentaren wieder,
Wie heißt der Track? Wie heißt der Track? I can wait for the premiere. Ja, hier geht's schon los. Ich brauche die Tracks. So geht's mir auch, Mann. Was schreiben wir? Ganz trocken. Nice. Und schicken Herzen. Geil, geiler Typ. Ihr wisst, ich feiere ihn. Es ist für mich der beste oder einer der besten Produzenten oder DJ. Er ist schon so ein Vorbild, kann man sagen. Und ich glaube, jeder sollte ein Vorbild haben. Und er ist halt einfach so, ich verfolge den jetzt, glaube ich, schon seit, ich glaube, 4 Jahren oder 5 Jahren. Und es ist einfach unfassbar. Erstmal noch ein Like da lassen. Ich glaube, wir beenden lieber dieses Video, weil sonst komme ich gar nicht mehr drauf klar. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ist euch aufgefallen, immer am Ende von dem Video gehe ich einmal durch die Haare. Keine Ahnung, ist so eine Angewohnheit von mir. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir wieder einen knackigen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und wie gesagt, verpasst den Vlog nicht am Donnerstag, wenn ich schaffe. Donnerstag oder Freitag, wenn ich Will Sparks live sehe. Der zerstört einfach den Club, das weiß ich jetzt schon. Der zerstört einfach den Club. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ich komme nicht hin. Jetzt.